Blue Screen of Death. Wer von euch verwendet immer noch Windows 7? Hallo liebe Leute, was machen wir heute? Heute mal wieder eine Reparatur. Ein Kumpel hat mir seinen Laptop vorbeigebracht und er sagt halt, er hat ihn länger nicht benutzt, er möchte ihn aber verwenden und das Ding startet einfach nicht mehr. Es ist ein Dell Laptop, so ein Dell Vostro 1510. Und jetzt schauen wir uns das an, was das Ding haben kann. Was schon auffällig ist, also er hat mir das Laptop vorbeigebracht ohne Akku. Das ist schon mal ein bisschen komisch, wenn ich Laptops zum Reparieren bekomme ohne Akku. Dann denke ich mir schon, dass da vielleicht auch andere Schwierigkeiten sind. Also da kann natürlich auch die BIOS-Batterie was haben. Aber jetzt schauen wir uns das mal an, was die Fehlermeldung ist. Als erstes schalten wir das Ding einmal ein. Okay, Festplattensymbol. Das macht was. Das ist jetzt der BIOS Startbildschirm. Also man sieht, da ist ein BIOS A13 ist glaube ich drauf. Okay, und er sagt, er hat schon beides hier probiert. Also Starthilfe starten, Windows normal starten. Also wir wollen jetzt nochmal als erstes Windows normal starten, um zu schauen, was hier das Problem ist. Okay, Windows wird gestartet. Okay. Und das war's. Einfach ein Bluescreen. Versuchen gleich mal in das BIOS-Menü zu kommen. Also, wir gehen jetzt rein, wir sind jetzt im BIOS-Menü. Was ich hier schon sehe, das habe ich schon fast befürchtet, das Datum und die Zeit wurde zurückgesetzt. Also das ist schon ein bisschen ein Hinweis für mich, dass das ganze BIOS auch zurückgesetzt ist und dass die Batterie vom BIOS auch nicht mehr funktioniert. Aber schauen wir uns das mal an. Jetzt gehen wir mal hier rein. Okay. HCI-Mode. Das werden wir versuchen dann später umzustellen. Mal schauen, was hier wirklich gibt. Jetzt gehen wir mal in den Boot-Time Diagnostik. Das schalten wir jetzt mal ein. Enter. Dann sagen wir Enable. Escape. Und wir sagen Exit and Saving Changes. Ja, wir wollen das machen und jetzt haben wir das gespeichert und jetzt schauen wir uns das mal an, was hier eigentlich passiert. Wir sehen jetzt schon, jetzt gibt es da Meldungen und wir kommen wieder in dieses normale Menü rein. Wenn ich jetzt rausgehe, ich schalte jetzt nochmal aus, schalte das Ding jetzt ein, zu schauen, jetzt kann ich F8 drücken und wir sind in dem erweiterten Startoptionen-Menü. Da können wir verschiedene Konfigurationen laden, abgesicherter Modus, Startprotokollierung aktivieren. Wenn ich nicht weiterkomme, dann werde ich mit dieser Startprotokollierung das genauer anschauen, aber automatischer Neustart bei Systemfehler deaktivieren. Das wollen wir jetzt mal deaktivieren und so bleibt jetzt auch dieser Bluescreen länger zu sehen. Das ist die Fehlermeldung. Und hier sehen wir schon die technische Information. Die Fehlermeldung 7b. Und dann gibt es noch weitere. Was das 7b jetzt hier alles bedeuten kann, zum Beispiel, ich hatte schon den Fall, dass es ein Virus war. Dass es irgendwelche Schwierigkeiten gab mit verschiedenen Treibern. Oder dass auch die Hardware fehlerhaft ist. Also es kann sein, dass bei diesem Laptop die Hardware etwas hat, zum Beispiel die Festplatte. Also ich hätte hier eine Ersatzfestplatte, da ist sie, die nehme ich immer zum Testen. Ah, übrigens, das ist mein aktueller Stand von den, naja, das passt nicht mehr ganz, aber das ist mein aktueller Stand von meinen Abonnenten. Wenn dir das Video etwas bringt, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Nun zurück zu der Fehlermeldung. Wenn das passiert, er sagt, er hat nichts gemacht. Also ich schließe jetzt mal ein BIOS-Update oder so irgendwas aus. Windows Registry, also die Registrierungsdateien, das könnte schon eine Schwierigkeit sein. Aber dadurch, dass der mir den Laptop ohne Akku gebracht hat, denke ich, da wird es ein anderes Problem geben. Schalten wir das Ding neu ein.
Und jetzt gehe ich nochmal in F2 in das Setup-Menü vom BIOS. Als erstes stelle ich jetzt mal die Zeit hier ein. Haben wir mittlerweile 2020. Und was ich hier noch mache, ich habe ja vorhin gemeint, da gibt es den SATA AHC Controller Mode. Also das kann sein, dass sich das BIOS einfach total zurückgesetzt hat. Da hier wird auch die BIOS-Batterie wird einfach defekt sein und die müssen wir tauschen. Was dieser Mode bedeutet, das ist der Mode Advanced Host Controller Interface. Es gibt zwei verschiedene Arten von Interfaces. Das ist das normale ATA oder das AHCI. Ich schalte jetzt einfach mal um auf den Serial ATA. Das bedeutet aber auch, dass das Windows, dass einfach ein anderes Protokoll verwendet wird für die Festplatte und der Laptop vielleicht langsamer startet, wenn er überhaupt startet. Jetzt gehe ich mal auf ATA. Die Uhrzeit hatte ich eingestellt. Escape, Exit Saving Changes, Yes. Wir wollen das alles speichern. Und jetzt schauen wir weiter. Ich sehe mich selbst. Okay, also grundsätzlich, das fährt jetzt so auch. Wir gehen jetzt auf Windows Normal starten. Normalerweise wäre jetzt schon der Bluescreen gekommen. Also wenn es wirklich ein Hardware-Defekt wäre, würde ich jetzt einen Bluescreen schon sehen. Schauen wir mal. Also das Starten, wenn man Laptops repariert, dann muss man oft rauf und nieder fahren. Also das ist ganz normal. Okay, ich habe hier Maus, ich habe hier auch sogar schon Kontrolle. Okay. Also dieser Laptop, der ist schon einige Jahre alt. Das ist schon ein bisschen... Oh, wir sind jetzt im Willkommen-Screen. Okay, meine Vermutung, die wurde hiermit bestätigt. Das BIOS hat sich einfach zurückgesetzt. Und hier sind wir. Wir konnten starten, ohne Schwierigkeiten. Also es ist wirklich so, dass dadurch, dass der Akku so lange draußen war und anscheinend, ich weiß nicht, vielleicht lädt diese Batterie vom BIOS, aber kann sein, dass es halt nicht lädt. Alles wird erkannt. Jetzt habe ich den Bildschirm einmal bereinigt. Ich habe jetzt die ganzen Desktop-Icons in den Kundenordner verschoben, damit wir hier ein bisschen Privatsphäre haben. So, der Rechner ist jetzt hochgefahren. Das schaut ganz gut aus. Als nächstes wollen wir Folgendes machen. Wir wollen diesen AHCI-Modus aktivieren. Diesen Advanced Host Controller Interface-Modus. Wenn der nicht aktiviert ist, dann läuft das Ganze im IDE-Modus und das ist bekanntlich langsamer. Deswegen wollen wir das jetzt umstellen. Wir müssen das dem Windows sagen. Geben hier ein regedit, Enter. Ja, wir wollen, dass hier Einstellungen vorgenommen werden. Hier sind wir schon im Registrierungseditor. Wo wir das jetzt umstellen wollen, das ist bei Local Machine. In Local Machine müssen wir noch weiter rein. System und dann auf Current Control Set. Hier gehen wir auf Services. Hoppala, da muss man auf den Pfeil drücken. Und jetzt suchen wir uns den Eintrag MSA. Hier sind wir. MSA HCI. Wenn wir hier drauf drücken, dann kommt hier ein Menü. Hier sehen wir schon, bei Start steht eine 3. Und die wollen wir jetzt ändern. Aktivieren das, gehen mit rechter Maustaste drauf, sagen ändern. Dann kommt dieses Feld und wir ändern dieses Feld auf den Wert 0. Wir geben hier 0 ein. Okay. Jetzt ist der Start hier 0. Jetzt müssen wir noch Datei beenden. Ja, und jetzt können wir das Ding neu starten. Sagen wir neu starten. Und dann schauen wir mal, ob wir das jetzt auch im BIOS umstellen können. Ja, Neustart erzwingen. Das ist auch schon komisch.
dass hier jetzt nichts angezeigt wird. Das müssen wir uns dann später anschauen, was hier gibt, worum es hier geht. Gesehen, der Kunde hat einige Programme installiert, also verschiedene Registriereditoren, was ich nicht ganz verstehe, aber schauen wir uns das. Vielleicht hat er selbst schon herumprobiert, dass er das wieder hinbringt. Also wir werden jetzt, sobald er runtergefahren ist und neu startet, mit der Taste F2 gehen wir wieder ins Boot-Menü und dort werden wir dann diese Boot-Option von ATA auf AHCI umändern. Jetzt kommt der BIOS-Startbildschirm. Wir drücken F2. Entering Setup, das ist gut. Und jetzt gehen wir oben in dem BIOS-Menü weiter und wollen in Advanced. Dann gehen wir da ganz runter. Mit den Pfeiltasten kann man hier navigieren. Wir hatten zuvor diesen Modus auf ATA eingestellt. Das wollen wir jetzt ändern. Wir sagen AHCI. Die Escape-Taste. Und Exit Saving Changes. Enter. Ja, wir wollen das speichern. Und jetzt schauen wir uns das mal an, ob das Ding jetzt startet. Okay. Diesen Test habe ich noch eingeschaltet. Jetzt schauen wir, ob das überhaupt startet. Also Windows wird gestartet. Zuerst hatten wir immer diesen Bluescreen. Jetzt bin ich neugierig, ob sich das jetzt ändert. Windows wird sich das jetzt hoffentlich auch gemerkt haben. Das ist auf der Festplatte hinterlegt. Die anderen Daten hier sind auf dem BIOS. Okay, Bluescreen hatten wir keinen. Ja, und er startet einwandfrei. Hoffe ich. Dauert ein bisschen. Dieser Fehler, der kommt sehr oft vor. Das habe ich sehr oft. Also wenn einfach dieser AHCI-Modus nicht irgendwie aktiviert ist, dann stürzt das System einfach ab. Da gibt es andere Möglichkeiten auch noch, dass man das beheben kann, aber grundsätzlich ist diese Möglichkeit eine ganz gute. Super, das war es jetzt auch schon. Grundsätzlich habt ihr jetzt gesehen, wie man diesen AHCI-Modus aktiviert. Das könnt ihr probieren. Ich sage so, zu 98% der Fälle funktioniert das einwandfrei. Wenn dir das Video etwas gebracht hat und du etwas Neues gesehen hast oder ich dir dabei helfen konnte, deinen Fehler zu beheben, vor allem auch zu zeigen, wie man diesen Bluescreen länger anzeigt, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, abonniere vielleicht auch den Kanal und schalt diese Glocke ein, damit du kein Update verpasst. Ich mache viele verschiedene Videos und Themen, Elektronikbasteleien, ich repariere Computer, ein bisschen jonglieren und ganz vieles. Sei dabei, folge meinem Kanal und schreib auch gerne einen Kommentar. Wenn du etwas Spezielles noch wissen möchtest zu diesem Thema AHCI, Boot-Optionen, Bluescreen, dieser Bluescreen of Death, dann schau vorbei, stell mir eine Frage. Du kannst mich auch anchatten auf FB. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Das hat funktioniert mit dieser Boot-Option und jetzt schaue ich mir dann einfach noch die Akkus an. Hier werden jetzt neue Treiber installiert, das macht auch Sinn. Laptop funktioniert, wie gesagt, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!